Kaffee unten ist toll. Wir haben zum Beispiel, ich habe immer viel geschält, Kartoffeln geschält, gemacht, Suppe gekocht und leckere Sachen gemacht zum Essen. Und anstrengend, wenn man Helfer hatte, Helfer, dann schön. Und wenn nicht, anstrengend. Und irgendwann habe ich gelernt, ach, weißt du was, es ist anstrengend, ich habe keine Hilfe, ich mach's nicht. Es gibt nichts, es gibt keine Suppe. Fertig. Oder es gibt angebranntes Brot. Und dann ging ich dazu über, also das war vor 2 Jahren, da hatten wir gar keine Helfer gehabt im ersten Wochenende. Da stand ich unten, alles ausverkauft, Kaffee, Kuchen, nichts mehr. Dann sagte ich der langen Schlange Menschen, die da standen, ohne Corona-Abstand, ne? Sag ich so, liebe Leute, jetzt gehe ich spülen. Ich bin alleine, ich habe keine Unterstützung in der Küche, es gibt nichts mehr. Oh, dann sagte ich, ja, ich brauche Leute, die spülen. Und auch plötzlich gingen die Finger hoch, so, ich. Und dann habe ich gemerkt, okay, ja, geht. Und dann habe ich einen Platz gezeigt, weil wir haben einen geheimen Platz außenrum, wo man spülen kann. Und da plötzlich war immer jemand am Spülen. Ich musste nichts sagen. Es war wie ein Märchen. Und wirklich, die Leute, also das waren Zelter teilweise, die haben einfach gespült. Wir heizen den ganzen Winter durch mit Holz. Wir haben gerade statt den Kai Konrad unter der Treppe, haben wir jetzt das Holz gelagert wieder für den nächsten Herbst. Und so eine Holzladung, die brauchen wir für etwa 2 Wochen, wenn es knackig kalt ist. Ist gut. Holz ist gut. Kann man nicht essen, aber hält warm. Ja, Thomas fing irgendwann an, es war vor deiner Zeit. Ja, da fing er damit an. Und weil ich habe das auch so übernommen, so, ich bin auch so reingewachsen hier, weil eben fiel auf, okay, da kommen manchmal Menschen, die tatsächlich sagen, ich würde echt gern zu deinem Konzert, aber ich habe kein Geld. Und natürlich kann man auch Menschen umsonst reinlassen, tun wir auch. Aber wir wollen auch leben. So, und es ist nicht so, dass wir ausbeuten wollen, aber es muss irgendwie in der Waage sein. Und dann ist es ganz easy, hey, sammeln ein bisschen Holz da hinten im Wald. Das ist kein Problem. Und dann tust du uns was Gutes und wir tun dir was Gutes. Und dann ist es irgendwie im Lot. Und es ist schön, die Leute machen das auch gerne. Also mittlerweile bringen sie trockenes Brennholz mit, getrocknetes. Die Scheite bitte nicht größer als 30 cm, sonst haben wir Arbeit damit. Ja, genau. Also eigentlich hat es auch so ein bisschen so eine Philosophie, ne? von Geben und Nehmen. Also wir wollen nicht zu viel nehmen, wir wollen auch nicht nur weggeben.